Grüß Gott. Das 16. Jahrhundert hat viele Neuerungen gebracht, zum Beispiel im religiösen Bereich. Da wurde unter anderem der Jesuitenorden von Ignatius von Loyola gegründet. Das Bild des großen Barockmalers Daniel Gran hinter mir gibt Zeugnis davon. Gegen Ende des Jahrhunderts war Johannes Kepler in Graz tätig. Er war dort Landschaftsmathematiker, also der erste Mathematiker der ganzen Steiermark. Er hat sich aber ganz besonders für die Gesetzmäßigkeiten der Bahnen von Planeten und Sternen gekümmert und hat dabei die sogenannten Keplerschen Gesetze entdeckt. Gegen Ende des Lebens hat er dann zurückgeblickt auf sein großes Schaffen und ein folgendes Gebet formuliert. Groß ist unser Herr und groß seine Macht und seine Weisheit kein Ende. Lobet ihn, Sonne, Mond und Planeten, in welcher Sprache immer euer Loblied dem Schöpfer erklingen mag. Lobet ihn, ihr himmlischen Harmonien, und euch ihr, die Zeugen und Bestätiger seiner enthüllten Wahrheiten. Und du, meine Seele, singe die Ehre des Herrn dein Leben lang. Von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, die Sichtbaren und die Unsichtbaren. Ihm allein sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich danke dir, Schöpfer und Herr, dass du mir diese Freude an deiner Schöpfung, das Entzücken über die Werke deiner Hände geschenkt hast. Ich habe die Herrlichkeit deiner Hände der Menschen kundgetan, soweit mein endlicher Geist deine Unendlichkeit zu fassen vermochte. Wo ich etwas gesagt habe, was deiner unwürdig ist, oder wo ich der eigenen Ehre nachgetrachtet habe, da vergib mir in Gnaden. Dieses Gebet als Lobpreis auf den Schöpfer und die Bitte um Vergebung, das wollen wir uns eigen machen und den Herrn um seinen Segen bitten. Und so segne uns alle, der in seiner Liebe allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.